Servus Leute, Gnome wieder hier. Heute spiele ich ein bisschen Crossout. Ich versuche schon seit 2 Jahren, rund 2 Jahren, dieses Spiel zu spielen. Ich habe mich damals, Gamescom 2015, als das vorgestellt wurde, was heißt vorgestellt? Richtig vorgestellt wurde es gar nicht. Ich habe nur in dem Foyer, wo die Gamescom stattfand, ich weiß nicht genau, wie das heißt, da in Köln halt, ne? Habe ich diese Banner gesehen, beziehungsweise ein einziges Banner, das da runterhing, und da wurde halt Crossout angezeigt. Und ich habe nur das Gaijin-Logo gesehen und für die, die es nicht wissen, Gaijin sind auch die, die War Thunder erschaffen haben. Ein Spiel, was ich auch ziemlich häufig spiele. Ich gehe mal davon aus, sie benutzen hier dieselbe Grafik-Engine. Dieses Spiel ist natürlich ein bisschen anders, nicht im Zweiten Weltkrieg angelegt, nichts mit Flugzeugen und Panzer, so wie ich das mitbekommen habe. Wahrscheinlich kann man irgendwie panzerartige Fahrzeuge später bauen, aber jetzt gerade nicht. Und das Spiel ist so ein bisschen, ja, Mad Max-mäßig aufgebaut. Das heißt, man hat hier sein Fahrzeug. Später wohl noch mehrere, denke ich. Und dieses Fahrzeug kann man ständig aufwerten. Man kann also Geld dazu verdienen und Sachen austauschen, um bessere Sachen einzubauen und so. Das ist hier die Standardversion. Bin noch keine Runde gefahren. Leider habe ich jetzt nicht geschafft, das ziemlich coole Intro-Video aufzunehmen. Aber ich schätze mal, das könnt ihr auf der Gaijin-Seite oder hier auf der Crossout-Seite. Ich gehe davon aus, die haben ja auch einen eigenen Kanal. Ich weiß, dass War Thunder einen eigenen Kanal auf YouTube hat hier. Da könnt ihr euch das angucken. Und ich weiß nicht genau, wie die Steuerung ist und ob das alles funktioniert, wie ich mir das hier vorstelle. Aber wie man sieht, ich kann hier nicht wirklich was anklicken. Folgt weiteren Anweisungen. Hier, die Tasten sind gar nicht freigeschaltet. Wie gesagt, ich bin noch nichts gefahren hier. Und ich sag mal, pfuh, ich klicke einfach gleich los hier. So, Mission auswählen, hol dir das Maschinengewehr. Wahrscheinlich sind das Sachen, die man freispielen muss, um die hier neue Sachen einbauen zu können. Hier gibt es Brawls, ich glaube, das sind bestimmte Modi, wo man auch mal Rennen fahren kann. Ein bisschen wie Road Rash früher. Ich gehe mal gleich ins Gefecht. Road Rash war ja früher auch so ein Motorradrennspiel, wo man halt auch mit Ketten und so Opponenten halt runterprügeln konnte vom Motorrad. Ketten und Knüppeln und sowas. Also ich glaube, es war für PlayStation 1 damals. Und ich finde es ziemlich cool. Ich bin gespannt, was mich hier erwartet, denn ich habe es noch nicht gespielt. Man kann sich jetzt noch kostenlos anmelden bis 30. Juni. Das ist eine Open Beta hier. Okay. PS. Das ist wohl der Fahrzeugtyp. Unsere Basis, gegnerische Basis. Ich weiß nicht, was los ist hier. Okay, ich bin hier einer von wenigen, die wohl noch nicht hier gespielt haben. Natürlich gucke ich jetzt mal so wie die anderen hier herum. Oh Gott. So wie ich die Grafik jetzt hier sehe, ist es tatsächlich so wie War Thunder. Also dieselbe Grafik-Engine. Ich frage mich gerade, von wo können die hier kommen? Ich denke mal, das ist hier eine Standardkarte. Da ist der erste. Da ist schon weg. Ich muss nachladen. Oh, ich habe einen Gegner zerstört. Mein erster Kill hier. Okay. Oh, das ist der nächste. Scheiße. Das Problem ist, ich könnte mir vorstellen, dass, shit, dass man sich hier gegenseitig oft irgendwie wegrammt. Ich werde mich mal ein bisschen zurückziehen, da hat schon wieder eins zerfetzt. Habe ich schon nachgeladen? Ich weiß nicht. Ich werde mal hier rumfahren. Ja, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt hier. Und ich frage mich, wie kann man hier, kann man nicht ranzoomen oder sowas irgendwie? Mein Wagen scheint schon ziemlich beschädigt zu sein. Ja, jetzt kommt der nächste hier. Hello again. Ich habe eine Abschusshilfe. Ich habe noch einen zerstört. Oh shit. Oh shit. Was ist mit dem los? Der hat ja gar nichts mehr.
Der hat ja echt gar nichts mehr. Wie kann ich in die Kamera? Ich weiß ja noch nicht, was los ist. Was mir hier irgendwie fehlt, ist ein Zoom. Irgendwie fehlt mir hier ein Zoom. Wie kann ich denn hier... Okay, linke Taste festhalten und ziehen, dann... Shit. Oh, wir haben eine Niederlage. Erlitten. Was mich wundert, der Typ mit seinem halben Fahrzeug hat echt noch überlebt da. Das ist ja richtig schräg. Nimm ein Benzinfass mit, um Benzin zu erhalten. Ach du Scheiße. Okay, ich habe hier irgendeinen Sticker erhalten. Was ist denn das? Abreißer. Hat seinen Gegner 50 Bauteile abgeschossen. Hey, coole Sache. Nächstes Gefecht in... Aha. Das erinnert mich an irgendein Spiel, da... Wo nach dem Gefecht man echt auch nur so 15 Sekunden in der Warteschlange war und also kontinuierlich die Gefechte liefen. Oh, das war jetzt nicht so geplant. Okay, das ist Karte. Hier kann ich reinzoomen. Okay, und hier kann ich zurücksetzen. Schade, dass es hier nicht so eine Taste gibt wie bei War Thunder. Gibt's vielleicht, habe ich aber dann noch nicht gefunden. Wo ich halt schauen kann, wo ich schnell mal reinzoomen kann. Okay, ich habe eine Abschusshilfe. Ich bin jetzt am Anfang, gerade hier jetzt mit Abschusshilfen zufrieden. Ramm ihn weg, den Bruder! Yeah! Oh, das ist der nächste. Aber gleich haben sie mich. Gleich haben sie mich. Verdammte Fuck-Axe! Ist das gekrankt hier? Ist das verrückt? Gestört, wollte ich eigentlich sagen. Habe ich schon was erhalten jetzt? Okay, ich gehe mal kurz zur Garage. Zurück zur Garage. Ja, denn ich will gucken, ob ich irgendwas... Schrottteile habe ich da irgendwie... Aha. Wellenseite zweimal. Kleine Strebe. Aha. Stoßstangen. Okay. Wie kann ich das jetzt einbauen? Da, Funktion. Ich konnte ja vorher noch nichts klicken. Bei den Engineers geht es nicht nur um Mission, Belohnung und Smalltalk am Lagerfeuer... An unseren Werkbänken kannst du dir neue Bauteile aus Metallschrott bauen, falls du aus einem Bauteil nicht im Gefecht findest. Warum baust du es denn nicht einfach? Ah. Fraktionen. Engineers, Lunatics, Nomads, Scavenger, Arsgeier hier. Steppenwölfe. Okay. Fraktionskonstruktion. Herstellung einer neuen Bauteile. Drücke Konstruktion. Konstruktion! Kostenlos. Ich will das Maschinengewehr haben, eigentlich. Die Frage ist natürlich, woher sehe ich jetzt, was ich drin habe? Kann zum Einfärben der meisten Teile verwendet werden. Nullstück verfügbar. Auch Nullstück verfügbar. Werkbank mieten, kostenlos. Ja, dann muss ich mir die Werkbank mieten. Konstruiere ein Bauteil. Bauteile kosten Ressourcen und deine reichen noch für ein Maschinengewehr. Und konstruieren beginnst du mit der Herstellung. Ja, wenn mir das so angezeigt wird, dann will ich das wohl haben, oder? Nimm den Auftrag an. Oh, abholen. Das sieht aber so ein bisschen aus wie eines der, die ich schon habe. Okay, jetzt habe ich das. Was mache ich jetzt damit? Struktur 60 Punkte handeln. Ich will es ja nicht. Oh Gott, was muss ich jetzt machen? Auf die Garage bauen. Da wird es wohl sein. Installation von Ausrüstung. Montiere jetzt ein drittes Maschinengewehr auf deinem Fahrzeug. Drücke Tab, um das Lager zu öffnen. Tab. Wähle ein Bauteil aus. Guck mal, Wagenheber, kleine Reifen, Buggygitter. Okay, das muss ich jetzt auswählen.
Irgendwie hängt das gerade hier. Oh shit. Eingefroren. Es ist wohl irgendwie eingefroren. Also, es schien doch nicht eingefroren zu sein. Irgendwie hat sich nur nichts bewegt und ich habe hier nicht ganz mitbekommen, was, also ich hab, was ich machen sollte. Ich dachte, es wäre eingefroren, weil ich auch nichts gesehen habe hier. Ich habe keine Mauszeiger, gar nichts mehr gesehen. Also eingefroren war es jetzt nicht. So, Escape. Ich habe das Ding jetzt da montiert. Ich wollte es eigentlich mehr mittig haben. Kann ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr ändern. Drücke Escape. Bin in der Garage. Jetzt bist du gereich für Gefechte in Wastelands. Alles hängt von dir ab. Okay. Schließen hier. Lock und Belohnung. Was ist das? Das ist wohl Metallstraut. Ressource. Okay. Nehme ich mir mal mit. Neue Mission. Eine neue Saison mit neuen. Was? Eine neue Saison mit eigenen Missionen hat begonnen. Alte Missionen sind nicht länger verfügbar. Okay. Du hast Testteilnehmerbelohnung gekauft. Zur Besitzung Zappy. Snappy. Kannst dein Fahrzeug jetzt oder später über den Reiter Blautausend und Blaupausen zusammenbauen. Ja, dann baue ich jetzt zusammen. Wird das gegenwärtige Fahrzeug aus der Garage entfernt? Das ist die Frage! Nee, ganz im Ernst. Ich heb mir das Fahrzeug auf. Offensichtlich kann man hier ja irgendwann mal, denke ich zumindest, ein weiteres bauen. Also einen weiteren Platz haben für ein weiteres Fahrzeug. Und das würde ich mir dann jetzt erstmal aufheben. Also ich mache hier erstmal zu. Was? Du hast eine Battle-Test-Belohnung gekauft. Besitzung exklusiv Snappy, Muster Häuptling, Profilbild Die Hard. Schließen. Ja, okay. Was ich nicht alles habe. Ja, es ist immer noch in der Testphase hier. Das ist ja jetzt Open Beta. Ich guck mal kurz auf Blaupausen. Gespeicherte Blaupausen. Hier kannst du Blaupausen speichern und laden. Klicke auf den freien Platz, um die Blaupause zu speichern. Speichern. Die hieß jetzt Snappy. Oder was? Snappy. Snappy. Das ist aber was, ganz was anderes. Das ist die Karte, die ich jetzt habe. Fraktionsblaupausen. Aha. Snappy, hier ist er doch schon. Warum habe ich den als Snappy? Immortal Warrior Paket, Fenrir, also die Fenris, Tramp, Iron Talon, Fang. Okay, keine Ahnung, warum ich den jetzt gespeichert habe hier. Ist aber auch nicht so wichtig. So, Saisonmissionen. Mut und Wahnsinn. Schwierigkeitsgrad wählen. Leichte Mission erstmal, denn ich kenne mich hier noch nicht so gut aus. Die Bilder sehen auf jeden Fall ziemlich fetzig aus. Ja, leichte Mission machen wir erstmal hier. Okay. Start. Gewinne 7 Gefechte. Installiere Schrotflinten in Mission und Broads abgeschlossen. Okay, wahrscheinlich geht es erstmal darum, 7 Gefechte zu gewinnen. Gut, läuft. So. Jetzt habe ich die Knarre hier oben. Scheiße. Ne, die doch, die ist mittig. Das sieht nur ein bisschen komisch aus hier. Das ist so schräg, ich mach das immer noch fertig. Okay, aber ich fahre noch ein paar Runden hier. So, let's fetz hier. Ich will ja immer noch das Maschinengewehr haben. Und schon geht's wieder los hier. Die Musik ist ganz cool eigentlich. So, fahren wir mit den Leuten. Was hat der denn da? Was hat der sich daran gebaut? Okay, der erste ist schon weg. Ich sehe selber nicht ganz durch. Da kommen die nächsten. Da hinten ist einer. Ich schätze mal, wenn man den Namen noch nicht lesen kann, ist... Oh, da.
Nein, nein, nein! Shit. Jetzt häng ich fest hier. Oh, Kacke. Eine tolle Wurst. Die Abschleppseil oder sowas? Warum geht der, fällt der Baum nicht um? Fuck. Also, das war jetzt nicht so gut. Im Geschütze Raids. Ja, was mich jetzt ärgert, ist, dass ich hier runtergerutscht bin. Das hätte ich besser wissen müssen. Und natürlich, ein Auto ist natürlich so, dass halt nicht sofort bremst. Also kein Fahrrad oder so. Und das Fahrrad bremst bei einer gewissen Geschwindigkeit nicht sofort. Okay, unsere Basis da oben. Kraftwerk, verlassenes Kraftwerk. Bisher finde ich es ziemlich cool. Ich meine, da werden noch viele Sachen dazukommen. Wie gesagt, das Spiel ist ja noch gar nicht fertig. Aber es ist spielbar. Den Typen. Accelerator, hatte ich den nicht eben gerade schon? Okay, ist eigentlich, aber wie gesagt, ziemlich cool bisher. Noch eine Abschusshilfe. Wir haben schon wieder gewonnen. Also die Runden sind wirklich, wirklich schnell hier. Das ist man gar nicht gewohnt. Ich denke an Gaijin-Spiel und denke an War Thunder, wo da Runden halt auch mal, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten laufen oder so. Ich habe einiges an Metallschrott. Was habe ich hier erhalten? Docker, Fahrerkabine. Ziemlich langsam, dafür mal große Tragfähigkeit. Werde ich gleich mal gucken. Ich mache jetzt noch eine Runde. Dann gucke ich mal, wie es weitergeht hier. Also was ich einbauen kann. So. Okay, man kann nach links oder nach rechts. Hier ist wieder Accelerator. Die nehmen den Weg nach oben. Sozusagen ein bisschen snipern, weil er da wohl... Ich will da gar nicht reinfahren, das scheint ziemlich eng zu sein. Das ist die erstmal vor hier. Die anderen fahren da, einer fährt nach oben. Das heißt, man hat also mehrere Möglichkeiten, überhaupt irgendwo hier lang zu fahren. Shit. Oh, mir fehlt hier was. Scheiße. Ich werde den mal so ein bisschen als Schild hier nehmen. Wuhuhuhu! Shit. Also, ich glaube, 3 Kills hatte ich jetzt. Und eine Abschusshilfe. Wir haben wieder einen Sieg. Ich glaube, 3 waren es. Alter, ist das schräg, das Spiel. Gefällt mir sehr gut bisher. Neues Level, ich habe ein neues Level. Wie ist meine Statistik? Zerstört 3, ja, 3, habe ich doch gesagt. Digga! Okay, ja, ich gehe erstmal zur Garage zurück. Ich will gucken, was ich für neue Blaupausen habe. Maximale Bauteilanzahl, Blaupause Viper. Wandfenster, Kühlergitter. Okay. Ohne Wandrampe. Du steckst dich gut, Wanderer. Du hast bereits einige Gefechte überlebt und dein Lager mit Bauteilen gefüllt. Zeit, etwas Neues zu lernen. Einige Bauteile können im Metallschrott zerlegt werden. Cool, oder? Ja, wenn du das sagst, dass es cool ist. Ist manchmal besser, als dein Lager mit nutzlosen Tanz zu überfüllen. Wähle einfach ein Bauteil aus und zerlege es. Das ist jetzt vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, dir davon zu erzählen, aber du kannst überschüssige Teile auch auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Kaufen kannst du da auch. Alles klar. Fraktion. Ach, guck mal, hier ist ein neues.
Animatronen konstruieren kannst. Viper, das ist das Ding, was ich jetzt fahre, oder? Nee, das ist das Ding, was ich jetzt... Wo sind die Unterschiede jetzt? Moment, es sieht ein bisschen anders aus. Eigentlich sieht es fast genauso aus, bis auf die Sachen, die jetzt da gefehlt. Okay, hier muss ich ja nichts weiter speichern. Die Dinger sind ja auf jeden Fall da. Gut, mache ich erstmal zu. Fraktion. Konstruktion, Konstruktion erfordert Level 10, Level 7. Ich habe 18 Bauteile. 4 verfügbar. Ich kann aber nicht noch mehr rauchen. Paraschrotflinte habe ich auch nicht. Fahrerkabine ist noch nicht frei. Tja. Reliktcontainer. Ah, was denn hier alles gibt hier? Also viele Sachen habe ich jetzt irgendwie noch gar nicht verfügbar. Fällt mir gerade auf. Markt, ja. Hier, Lager. Hier war das doch. Docker, das Ding könnte ich also zerlegen. Offensichtlich kann man sich ein komplett neues Fahrzeug rein theoretisch bauen. Zusammenbauen. Kühlergitter. Was bedeutet das hier? Wagenheber. Was kannst du ein ungestütztes Fahrzeug ohne die Hilfe anderer Spieler wieder aufrichten? Das wäre eigentlich ziemlich gut. Passivkühler. Ja. WASD, was mache ich mit WASD? Reinzoomen, rauszoomen. Wie kriegen das Ding jetzt hier hinten rein? Irgendwie muss ich das ja auch mal drehen. Mit Q. Und E. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Benötigt eine weitere Energieeinheit. Oh shit! Ich habe ein Fahrerhaus entfernt. Fuck! Echt jetzt? Fahrerkabine fehlt. Ich habe mein Fahrzeug kaputt gemacht. Oh! Ist auch ein bisschen umstellend. Ich dachte, mit rechts ist einfach abbrechen und nicht irgendwas gleich wegschrotten da. Kacke. Oh mein Gott, Fraktion. Reputationsgewinn, was? Okay, schön, jetzt haben wir die Sachen hier. Ich wollte aber, ich habe keine Fahrerkabine. Ja, was ist denn das hier? Engineers-Fraktion. Okay, wo denn das jetzt hier? Konstruktion. Ja, jetzt ist die Fahrerkabine weg und, okay, scheiß drauf. Ich hatte hier noch was. Was ist das denn eigentlich? So, das war das Anfängerfahrzeug. Das war das Ding, was ich jetzt gerade kaputt gemacht habe. Ah, scheiße. Aber ich habe hier noch einen Viper. Wieso sagt er mir, dass die Fahrerkabine fehlt? Ich will das Ding benutzen. Laden. Aus dem Garagenplatz auf... Ja, das kannst du mal machen. Ich frage mich, wie weit kann man die aufwerten? Irgendwann ist ja mal Schluss. Egal, ich mache erstmal noch ein Gefecht hier. Das ist wirklich schräg, das Spiel. Was mich aber halt irgendwie ärgert, ist, dass jetzt meine Fahrerkabine hier. Ich muss mich mal ein bisschen mehr damit befassen. Oh, geht schon los. Ach ja, die Karte hatten wir vorhin. Ich fahre erstmal wieder links rein.
Ich sehe leider gar nicht, wie schnell ich eigentlich fahre. Ich sehe nur. Eigentlich sehe ich gar nichts, aber es wird wohl. Es ist noch eine Beta. Ich sage jetzt mal gar nichts dazu. Sachen fehlen, meiner Meinung nach. Die werden wohl noch dazukommen. Früher oder später. Und da ist, hat sich gerade einer verabschiedet. Hey. Okay, wenn wohl gleich die nächsten kommen hier. Der muss sterben. Oh ja. Oh, hi Boys. Abschusshilfe. Okay, da ist noch einer. Hey Boy. Da ist noch einer. Ich fahre einfach volle Granate rein. Ist mir Latte. Und den könnte ich auch noch kriegen. Abschusshilfe. Und ihn hier. Hier irgendwo ist also noch einer jetzt. Sonst hätten wir ja schon gewonnen. Ich habe noch alle Reifen dran. Super. Wo hat der denn jetzt hingeschossen? Sieht er da einen? Also ich sehe keinen hier. Einer ist noch übrig. Oh. Stand da gerade MVP? Bin ich der MVP? Tatsächlich MVP. Oh, ja, vielleicht liegt es mir im Blut hier. Wieder 3 Kills, 2 Abschusshilfen, höchste Punktzahl. Und Matthew ist auch der MVP hier bei denen. Oh, doll ist nicht. Was hat der, wie wenig Punkte haben die? Der Wahnsinn. Ich mach gleich die nächste Runde. Also macht auf jeden Fall richtig Laune hier. Das Coole ist auch, die Runden sind relativ schnell. Das heißt, selbst wenn man mal früh rausfliegt, ist man nach spätestens 2 Minuten wieder im nächsten Gefecht, schätze ich mal. Also mehr oder weniger 2 Minuten. Oh, das war hier die erste Karte, die ich gefahren bin. Überfall. Ah, das ist wohl der Snappy. Oh yeah. Die sind wirklich überall gerade hier. Noch eine Abschusshilfe. Ich habe hier einen Haufen Abschusshilfen, immerhin. Und das war die Runde. Ist das krank? Ist das krank? Ich mach gleich noch eine, das ist richtig Laune. Oh boy. So, Fazit bisher, unheimlich unterhaltsam. Flawless, makellos, hat im Gefecht keinen Schaden erfahren. Hat keiner auf mich geschossen, kam mir so vor, als hätte ich was abbekommen, aber gut, die sehen das wahrscheinlich anders. Ich muss das auch noch raus. Ist schade, dass diese Fahrerkabine fehlt. Echt, das macht mich irgendwie fertig. Aber gut, ich habe ja die Blaupause gespeichert. Ich könnte es ja nochmal nur so neu reinnehmen. Sagt mir überhaupt nichts hier. Hier kann man auch langfahren. Die Frage ist, sollte ich hier langfahren? Gut, bin ich alleine hier, immerhin. Abschusshilfe, fuck off, oh shit. Ich glaube, diesmal mache ich es nicht so lange. Gegner zerstört, einen habe ich zerstört, den mache ich auch noch weg hier, boy. So, ich habe keine Ahnung von der Karte hier. Da ist noch einer. Abschusshilfe. Und da oben. Da. Nehmen wir Paul, weil er gerade ein bisschen näher ist. Oder hier. Alisa. Abschusshilfe. Und das war der Sieg.
Ist das gestört, Alter? Neue Bauteile im Lager. Dann gehe ich mal zurück zur Garage. Also macht richtig Spaß. Wirklich. Trittbrett, Beil, Minivan-Verkleidung. Ich frage mich, kann man aus diesen Sachen ein eigenes Fahrzeug zusammenbauen? Die Ingenieure sind gute Leute. Wir lassen unser eins nicht im Stich. Mach deine Arbeit gut und du wirst ordentlich belohnt werden. Hast du bemerkt, dass wir einfache tägliche Aufgaben für unsere Freunde anbieten? Und Metallschrott mit den Teilen, die sie abschließen. Okay. Da stand gerade was, habe ich nicht lesen können. Hier ist eine Bewaffnungskonfiguration. Das heißt, ja, was heißt das eigentlich? Ein freundlicher Typ, der auf sich aufpassen weil er mag, das Ding auszuprobieren. Okay, das sind einfach nur so. Ein gefährlicher Psychopath. Als Fahrer einsetzen. Das sind Fahrer, die man einsetzen kann, aber. Welchen Nutzen haben die? Das ist wahrscheinlich auch nur für die jeweilige Fraktion, denke ich mal. Lager. Gesamtpreis aller Gegenstände bis zu. Was ist das? Sind das die Coins? Das ist Benzin, gehe ich mal von aus. Und das sind irgendwie Coins, irgendwelche Art Münzen. Fahrgestelle. Leichtbau-Fahrgestell. Okay, wie kann ich das Ding jetzt? Entferne die bestehende Kabine, um eine andere verwenden zu können. Okay, das Ver Fusion. Was ist denn Fusion? Wähle das Bauteil aus, das du verbessern möchtest. Aha. Okay, war jetzt nicht unbedingt das, was ich eigentlich meinte. Viper. Okay, wo ist denn hier Konstruktion? Wo ist denn hier? Mein Gott, ich will doch nur was verändern. Im Moment habe ich nur diese Maschinengewehre hier. Mehr kann ich nicht einbauen. Dir fehlt so und so viel Schrott. Ach, okay, gut, lassen wir das. Ich fahre jetzt noch ein, zwei Runden, wenn. Das würde jetzt zu lange dauern hier. Ich kriege nicht jetzt mal so auf die Schnelle genau raus hier, wo ich das alles einsetzen kann. Letzten Endes muss man sich eben ein bisschen Zeit nehmen, für, wie für jedes. Ach, hier bauen. Da kann man es machen. Oh, Titz. Vanseite. Guerilla, Fahrerkabine. Die entfernen wir jetzt. So, und jetzt baue ich eine andere an. Wie mache ich das? Shit. Ach, Tab-Taste. So, Guerilla. Jetzt ist sie hier. Jetzt verstehe ich das. Okay, kriege ich die irgendwie hier ran? Oh, guck mal, wie klein die ist. Kacke. Jetzt sind aber die Waffen hier irgendwie. Okay, das Ding muss ich auch entfernen. Jetzt habe ich rausgefunden. Tab-Taste kommt man hier rein, ins Lager sozusagen und kann den ganzen Schwanzens hier sehen. Oh, die ist aber ziemlich groß. Ne, das wird. Oh shit! Was habe ich denn jetzt entfernt? Das Fahrgestell, glaube ich, habe ich entfernt. Mein Gott, man sieht ja aber auch zum Teil echt nicht mehr durch. Also, ich glaube, das Fahrgestell war das. Nee, das ist ein seitliches. Kacke.
Kacke. Hier irgendwie. Okay. Okay. Gar nicht so einfach hier jetzt. Ja, scheiße. So richtig was rumbauen kann man aber auch nicht. Da eigentlich kann man nur. Oder ich müsste den. Wahrscheinlich müsste ich das ganze Auto. Ich müsste eigentlich ein Blanko-Fahrgestell haben, um den Rest dann raufzubauen. Jetzt mache ich erstmal das Fahrzeug wieder so, wie es vorher war. So. Ja. Was ich mich jetzt natürlich frage ist. Wie kann ich hier Sachen verändern? Kann ich das jetzt zum Beispiel rausnehmen, den Wagenhebel? Ich habe den Wagenhebel ja ohnehin schon. Was kann ich hier groß machen? Wahrscheinlich noch nicht so viel. Egal, eigentlich bräuchte ich ein paar neue Waffen. Ich hätte gerne so eine Waffe hier an der Seite zum Beispiel. Oder kleinere hier vorne drauf. Aber okay, ich fahre einfach noch eine Runde. Ein oder zwei Runden fahre ich noch. Hole das Maschinengewehr, hole die Schrotflinte. Okay. Raids gibt's auch noch. Da werde ich wohl noch demnächst mal drauf zu sprechen kommen. Badbrain 88. So. Im Moment ist es relativ simpel hier das Spiel. Eigentlich ist das auch ganz gut so. Dadurch macht es mehr Spaß. Man muss sich nicht tausende von Sachen merken. Da wo man hinschießen will, da guckt man halt hin und ansonsten versucht man nebenbei das Fahrzeug irgendwie zu steuern. Shit. Und ich glaube, ich mache sie nicht mehr allzu lange, mir fehlt hier ein bisschen was. So ein Fucker. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt, ich glaube, als erster weg bin. Weiß ich nicht genau, aber so schnell halt weg bin. Gut, ich bin aber noch keine 10 Runden gemacht jetzt hier, aber... Shit. Trotzdem ganz schön dreist, ey. Play Ukraine? Ich glaube, die haben diesmal die Oberhand hier. Der ist so komisch im Van. Was hat der sich da zusammengebaut, ey? Shit. Oh Gott, der ist... auch kein Fahrzeug mehr. Ah, fuck. Der hat gar keine Waffen mehr drauf. der kann nur noch rammen. Den haben sie alle Waffen abgeschossen. Das ist wahrscheinlich auch so ein, ja, ein Ziel eigentlich natürlich. Bestimmte wichtige Bauteile auszuschalten, wie zum Beispiel die Waffen. Dem fehlen noch ein paar Seitenpanzerungen. Was macht der hier? Der versucht zu cappen, echt jetzt. Kommt hier einer? Ich weiß gar nicht. Drei sind von denen noch da und er ist unser letzter hier. Aber die cappen schon unsere eigene Basis. Und wahrscheinlich sind sie schneller als er hier, weil die zu dritt sind. Ich weiß nicht, wie viele da jetzt cappen. Kann ich das auf der Karte sehen? Ne, gibt keine Karte mehr für mich. Da ist er. Ich dachte mir schon, wahrscheinlich wird jetzt jemand kommen und versuchen, ihn wegzuschießen. Aber er sucht ihn noch. Der hat ihn noch nicht gesehen. Aber hilft auch nichts. Er wird ihn eh gleich finden. Wieso sieht er den nicht? Ja, jetzt hat er ihn gesehen. Abgesehen davon, offensichtlich ging das Captain nicht weiter. Gut.
Mut und Wahnsinn. Das wird noch richtig interessant hier. So, jetzt kommen. Ich habe auch nur 40 Punkte bekommen, weil ich so schnell schon zerstört wurde. Aber es war jetzt offensichtlich ein höheres Fahrzeug. Was Wartezeit? Nein, der Umgehung. Okay. Ich wollte gerade noch was lesen. So. Ich fahre mal hier lang. Oh, nee, komm. Wenn die alle schon da lang fahren. Sergej, komm. Wir fahren hier rüber. Dann ist einfach hier, oh shit. Das wird ein paar Abschlusshilfen geben. Oh, der brennt. Ich hoffe, er brennt ab. Verdammt. Oh, die kippen schon. Eine mache ich danach noch, dann muss ich erstmal ein Päuschen hier, ein Käffchen kochen oder sowas. Ah, hier ist deren Basis. Offensichtlich haben sie schon ein paar weiterentwickelte Wagen, die ich nicht habe, deswegen bin ich hier irgendwie, ja, unterlegen. Ich meine, ich habe nicht mal so eine Ramme vorne dran, das ist natürlich irgendwie schade. Oh, 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 oh. Wir haben noch zwei hier. Aber wir haben gewonnen. Okay. Keine Sticker. 16 Bauteile. Und ich... Idiot! Ich hole mir die ganze Zeit als Belohnung diese Maschinengewehre. Was soll ich mit dem Scheiß? Jetzt habe ich schon wie viel davon? Weiß ich nicht mehr. Eine ganze Menge jedenfalls. Ach scheiße, jetzt habe ich die Mission auch nicht geändert. Jetzt fällt mir das auf, ich muss raufklicken, was ich als Belohnung haben will. Mhm. Toll. Das sieht richtig schräg aus hier. Sieht immer richtig geil aus. So, Radarstation, so eine alte. Okay, kann ich mich leider nicht drauf konzentrieren. Ich fahre mal hier so ein bisschen hinten lang. Oh, da kommen auch schon welche. So. Noch eine Abschlusshilfe. Drei sind noch. Hier. Hey. What? Soll mal ein bisschen aggressiver sein hier. Ich mal mit Samthandschuhen. Einer ist noch irgendwo hier. Digga, komm klar. Aber wo ist dieser eine?
den hier schon gerne noch finden. Upp! Wie ist denn, was habe ich hier? Du hast im Gefecht keinen Schaden erfahren. Naja, glaube ich zwar kaum, aber... 4 Kills, Digga! 4 Kills! Belohnung, okay, ich gehe zurück zur Garage. Ja, ich möchte zur Garage zurückkehren. Okay, mein Fahrrad hat ein neues Level erreicht. Du erhältst Wagenheber. Jetzt habe ich Wagenheber. Wie viel... Also, was habe ich hier eigentlich nicht alles schon? So, Waffen. Hornet. Das schwächste Maschinengewehr. Ausgezeichnet gegen Schwarze. Dekoration. Auch noch nix. Struktur. Hier sind so eine Prügel drin. Beil. Erstmal drehen das gute Stück. Also hier irgendwie. Tada! Buggy Gitter. Die Frage ist, wo kommen die Dinger ran? Ich meine, man will sie auch so platzieren, dass sie auch einen Nutzen haben. Das ist zum Beispiel ein bisschen zu hoch jetzt. Scheiße. Wie sieht das denn aus? Als wäre der Wagen blind. Okay, scheißegal. Ich glaube, ich habe das eine zu tief hier. Naja, sieht immer noch nicht besser aus. Also irgendwie... sieht ein bisschen verbeult aus, aber egal. Ja, ziemlich spaßig bisher. So langsam habe ich den Kniff auch raus hier. Gucken, ich will ja Kaiser Franz dazu bekommen, dass sie auch noch fährt hier. Und dann mal schauen, ob sie das alles so weitestgehend versteht. Der Vorteil für sie ist das auf Deutsch hier, weil ihr Englisch ist nicht so gut. Und ja, das war es erstmal von mir hier. Besten Dank fürs Zuschauen. Abo hinterlassen, tut euch nicht weh. Und würde mir helfen. Und wenn nicht, dann halt eben nicht. Trotzdem viel Spaß beim Zocken, was auch immer ihr zockt. Wie gesagt, bis 30. Juni kann man sich noch gratis anmelden hier, ob es danach erstmal wieder zugemacht wird. Und man sich die dann erstmal nicht mehr anmelden kann, weiß ich nicht. Aber besser jetzt als nie. Also, bis denn dann, haut rein, ciao, ciao.